An, aus, an, aus. Ja, das Licht wird wieder heller, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur Tagesenergie für Donnerstag, den 1. Februar 2024. Die Sonne kommt mehr raus, das Licht wird heller, es ist abends heller hell. Heller hell, ja. Soll ich wieder neu beginnen? Herzlich willkommen, meine wundervollen Seelen, zur Tagesenergie für Donnerstag, den 1. Februar 2024. Ich lege hier das Tarot der neuen Zeit von Linda Giese und ich mische so lange, bis eine Karte rausfällt, ihr Lieben. Was ich noch unbedingt sagen möchte, es ist eine allgemeine Regel. Macht es bitte nicht für eure. Seht ihr das? Das sind die drei Karten, die hier hinkommen. Das ist der Teufel. Der Teufel mit seiner Energie der Abhängigkeit kommt nicht heran. Wir schauen rein. Wir haben die Kraft, wir haben die fünf der Schwerter und wir haben die sechs der Schwerter und das ist der Hammer. Hier haben wir die Kraft, aus dem Kampf rauszukommen, sich in das Boot zu setzen und ans neue Ufer zu gehen. Wir haben die Kraft, die teuflische Energie hinter uns zu lassen. Boah, das ist so. Und neu zu beginnen mit dem Ast der Stäbe ist hier der Neubeginn, die Chance, jetzt etwas Neues zu machen. Und ich möchte jetzt hier von Wisdom das Romans Lenormand-Kartendeck nehmen. Es wird ein sehr helles Kartenbild, weil ich das Gefühl habe, dass wir den Teufel hier mit Tageslicht anstrahlen müssen. Müssen, ja, das Wort müssen. Das bringt so manchen. Ganz oft habe ich gesagt, wir müssen nicht. Doch, manches müssen wir einfach machen, um zu leben. Wir haben den Ring, ihr Lieben, wir haben den Anker, die Blumen und wir haben die Sterne. Mit den Sternen die höchste Schutzkarte und die Schlange. Und ich nehme hier von Dalitsch die Pitta-Karten. Und auch hier möchte ich, bis sich eine Karte umdreht oder eben zeigt, die Erwartung, die Ehesteinskarte, das hat nichts mit Ehe zu tun. Das große Glück und wir haben die Hoffnung, großes Wasser. Die Ehesteinskarte, hier geht es um eine Verbindung. In meinen Orakeln geht es nie, in der Regel nicht, vordergründig um die romantische Liebe, ihr Lieben. Es geht um Verbindungen aller Art. Das können Arbeitgeber, Arbeitnehmer sein, das können Vermieterinnen, Vermieter, Mieter sein, das kann um Familie gehen, es kann natürlich um Kinder und Eltern gehen, ist ja auch Familie. Es geht in der Regel nicht um die romantische Liebe. Insofern ist die Ehestandskarte die Verbindung zwischen zwei Menschen. Und hier ist es auch egal, ob es Mann oder Frau ist oder Frau, Frau, Mann, Mann, es spielt keine Rolle. Der Blumenstrauß ist das Geschenk. Und hier habe ich wirklich dieses Geschenk, an einem Strang zu ziehen, mit dieser anderen Person zusammen anzukommen. Hier diesen Ring wieder zu spüren. Und hier kommt immer wieder etwas. Der Ring steht auch für die Wiederkehr. Und diese teuflische Energie, die auch für Süchte übrigens steht, kam hier immer wieder. Und die Erwartung war, irgendwann sich nochmal die Hände zu reichen. Und jetzt ist es sogar so, dass dieses Händereichen sogar an einem Strang ist. Hier geht es nicht darum, dass man Seilziehen macht, dass man, nein, hier geht es darum, dass hier beide vier Hände einen Stab halten und gemeinsam etwas machen, diese Kampfenergie endlich hinter sich zu lassen, dieses Boot zu besetzen, im besten Sinne sich reinzusetzen und auf zu neuen Ufern zu gehen, um hier diese Chance zu ergreifen, die jetzt hier aus der geistigen Welt mit der Eins auf den Neuanfang gereicht wird. Diese Sterne auf Herzebene zeigen, machen es deutlich, machen, strahlen es an. Es ist wie wenn hier über diesem
über diesem Orakel die Sterne im hellsten Licht überhaupt strahlen, sodass dem Teufel die Augen wehtun, sodass er sich freiwillig vom Acker macht. Genau so soll ich sagen, ihr Lieben. Und die Hoffnung großes Wassers ist die letzte Karte in den Kipperkarten. Und hier geht dieses Schiff, dieses Boot geht unter, weil es angekommen ist. Und der Anker ist an Land, der Anker ist an Land, weil er angekommen ist. Wir haben das Boot und den Anker in jeder Ebene, in der Wahrnehmungsebene, in der Herzebene und zum Schluss hier, zum Schluss von der neuen Erregung, als letzte Karte setzt sie den Punkt und der lange Weg, der geht weiter. Und die Umwege, hier diese Schlange steht für die Umwege, die hier diesen langen Weg jetzt weitergehen. Die Umwege hören auf und sie sehen den Weg. Dieser Schlange hier ist jetzt ganz bewusst, welchen Weg sie gehen muss. Hier ist nichts mehr offen. Ich finde es wundervoll, vor allen Dingen, weil es so kraftvoll, so hell und so mit der Energie des Ankommens, des an einem Strang ziehen in diesen Februar geht. Ihr Lieben, ich finde es traumhaft. Macht es gut, macht diesen wundervollen Donnerstag. Genießt jede Sekunde. Sie kommt nicht wieder. Es gibt jede Sekunde nur ein einziges Mal. Macht's gut. Ciao.